was die letzte Ziffer deines Geburtsjahres über deine Persönlichkeit verraten kann. Zahlen, Daten oder Fakten. Man kann von Numerologie halten, was man möchte. Es macht Spaß, gerade gegen Jahresende hin in den Teeblättern zu lesen und seinem Glück vielleicht ein klein wenig auf die Sprünge zu helfen. Die Zahlenmystik hat in vielen Kulturkreisen der Erde eine lange Tradition. Ähnlich wie die Alchemie und Astrologie zählt sie heute zu den Pseudowissenschaften, denen kritische Geister nicht wirklich vertrauen. Ihr Grundverständnis geht davon aus, dass jede Zahl neben ihrer rein mathematischen Funktion auch noch eine andere Bedeutung hat. Dies können verschiedene Elemente sein, Symbole, Metaphern oder Charaktereigenschaften. Aber auch mit Attributen wie männlich und weiblich, unheilvoll, glückbringend und sogar heilig können so manche Zahlen in Verbindung gebracht werden. Das Best-of rund um dieses magische Wissen möchten wir dir daher nicht vorenthalten. In der heutigen Folge stellen wir dir die Bedeutung der letzten Ziffer deines Geburtsjahres vor und was sie über dich und dein Leben so auszusagen imstande sind. Die Ziffern 0 und 1. Menschen aus diesen Jahrgängen sind anscheinend besonders hart im Nehmen. Jedenfalls repräsentieren die Ziffern 0 und 1 das Element Metall. Diese Personen sind daher natürlich sehr stark und fokussiert, belastbar und widerstandsfähig. Sie behalten stets ihre Ziele im Auge und lassen sich von der Meinung und dem Einfluss anderer nicht verbiegen. Hart sind die Metallmenschen aber auch zu sich selbst. Sie stellen hohe Ansprüche an sich und verzeihen sich selbst kleinste Fehler und Pannen nur äußerst zögerlich und ungern. Auch das Nachgeben und Einlenken ist nicht gerade eine leichte Übung für die Metalltypen. Nur unter ganz besonderen Bedingungen, analog zu ihrem Element eben, kann man sie in eine gewünschte Richtung oder Form bringen und geringfügig verändern. Große Ambitionen sind für diese Zeitgenossen wie Leuchtfeuer, die ihnen beständig den Weg nach oben zeigen. Ihnen strebt Großes für ihr Leben vor und sie werden alles dran setzen, um aus ihrem Dasein auf diesem Planeten eine Erfolgsgeschichte wie aus einem Guss entstehen zu lassen. Die Ziffern 2 und 3. Diese beiden Zahlen stehen für das Element Wasser. So wie dieses sich überall hindurchschlängeln und ausbreiten kann, entfalten die Geborenen dieser Jahrgänge ihren Einfallsreichtum und ihr kreatives Potenzial. Sie sind die Künstler unter uns, allerdings hält es sie, so wie das Wasser eben auch, nie lange an einem Ort. Sie sind ständig beschäftigt und immer auf dem Sprung. Allerdings hindert sie ihr erfülltes und manchmal auch recht turbulentes Leben nicht daran, sich für ihre Mitmenschen zu interessieren und stark zu machen. Sympathie und Empathie sind zwei ihrer absoluten Stärken, die ihnen von guten Mächten für dieses Leben mitgegeben wurden. Künstlerisch wertvoll sind auch ihre Ansprüche an ihre Existenz. Diese soll bunt und vielfältig sein, niemals langweilig werden oder in Routine ersticken. Die Wassertypen lieben die Abwechslung und sind ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Wer sie an seiner Seite wähnen darf, wird selten Langeweile verspüren. Sie haben immer die besten Ideen, wie man aus jedem Moment des Lebens einen ganz besonderen zaubern kann. Die Ziffern 4 und 5. Diese Menschen wurden in Jahren geboren, in welchen Holz das dominante Element ist. Auf dem Holzweg sind sie aber dennoch nicht. Wer die Ziffern 4 und 5 als letzte in seinem Geburtsjahr trägt, ist stark auf eine konstante, aber eher zurückhaltende Art und Weise. Diese Personen zeichnet darüber hinaus eine außerordentliche Wissbegierde aus. Sie sind immer diejenigen, die interessante Anekdoten zu erzählen haben und Dinge wissen, von denen andere noch nie im Leben gehört haben. Die Menschen aus den Jahrgängen 4 und 5 sind sehr gesellig und sozial aktiv. In Liebesdingen neigen sie allerdings zu Besitzdenken und zur Eifersucht. Sie sind Charaktere, die ständig den Beweis brauchen, dass alles sich in ihre Richtung bewegt. Wie die Jahresringe eines Baumes sammeln sie Punkte für ihre makellose Bilanz. Die Liebe und die Leidenschaft sind mehr Kampf als Spiel für sie und dementsprechend verhalten sie sich in diesen Bereichen auch gelegentlich. Die Holzklasse ist andererseits aber auch bekannt dafür, sich für ihre Lieben ganz besonders ins Zeug zu legen.
Mit Freunden und Partnern wie Ihnen spielt man immer im Gewinnerteam und wird sich nie allein auf weiter Flur wiederfinden. Als Gegenleistung allerdings erwarten Sie Loyalität und Solidarität in allen Lebenslagen. Die Ziffern 6 und 7. In diesen Jahrgängen geht es heiß her. Hier regiert das Element Feuer. Flammende Leidenschaft, lodernder Pioniergeist und ein unbändiger Drang zu Abenteuern wurden diesen Zeitgenossen praktisch in die Wiege gelegt. Allerdings können sie sich wie das Feuer eben auch ihren Weg recht streitbar und unbarmherzig erkämpfen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ihre impulsive und temperamentvolle Art kommt nicht bei allen Mitmenschen immer gut an. Doch ihre leidenschaftliche Seite hat auch ihr Gutes. Ihr helles Licht erstrahlt besonders magisch und zieht viele Bewunderer an. Feuermenschen sind leicht entflammbar für Affären und Romanzen. Aber auch auf ihr Umfeld wirken sie unwiderstehlich, was nicht immer zu einem Leben in Harmonie und ganz ohne Konflikte führt. Wie viele Menschen, die Feuer und Flamme für das Leben sind, droht auch ihnen recht häufig ein Burnout. Stress oder Überlastung können die 6er- und 7er-Typen nur schlecht verkraften. Ihr Leben gleicht einer Wunderkerze, die stets an beiden Enden gleichzeitig brennt. Die Ziffern 8 und 9. Mutter Erde steht Patin für diese beiden Jahrgänge. Das robuste und solide Element ist auch definitiv eine gute Ausgangsbasis, um ins Leben zu starten. Diese Menschen gelten als ausgesprochen zuverlässig und loyal. Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und behalten stets einen kühlen Kopf. Sie besinnen sich auf die wichtigen und einfachen Dinge des Alltags, die sie mit ihrem angeborenen Pragmatismus und einem klugen Sinn für Logik spielend bewältigen. Manchmal erscheinen sie etwas starrköpfig und stur. Das liegt allerdings eher an den sehr konkreten Vorstellungen, die sie von allen Dingen haben und nicht an mangelnder Kompromissbereitschaft. Ihren Mitmenschen gegenüber erscheinen sie immer als die starke Schulter und der Fels in der Brandung, auf die man sich vertrauensvoll verlassen kann. Umgekehrt allerdings fließt das Vertrauen nicht gerade in Strömen. Erdtypen sind tendenziell eher vorsichtig und erwägen ganz genau, mit wem sie sich einlassen. Sie brauchen immer eine Vorlaufzeit und die nötige Sammlung von Beweisen, dass ihr Gegenüber ihr Vertrauen auch tatsächlich verdient. Wie bei Horoskopen auch, kann man natürlich nach Belieben an diese Überlegungen glauben oder nicht. Die Zahlenmystik ist allerdings ein sehr weit verbreiteter Bereich, der allein schon aufgrund seiner langen Geschichte und seiner vielfältigen Anhängerschaft ein wenig Beachtung verdient. Vielleicht einigt man sich am besten darauf, dass es zwischen Himmel und Erde immer mehr zu entdecken gibt, als wir Menschen es mit unserem bloßen Auge und mit unseren vergleichsweise bescheidenen Mitteln vermögen. Die Stunde, der Tag und das Jahr unserer Geburt können daher natürlich auch eine größere Rolle für unsere Entwicklung spielen, als man das gemeinhin annehmen könnte. Eine Glückszahl jedenfalls schadet nicht. Vielleicht hast du mit der letzten Ziffer deines Geburtsjahres ja nun eine solche, die dich auch weiterhin verlässlich durch die Lotterie deines Lebens begleiten wird. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!